Ich starte mit der Vorspeise meines Menüs. Eine tolle asiatische Hühnersuppe mit viel Gemüse und Aromen. Suppen sind mein Lebenselixier. Besonders mag ich die asiatischen, weil sie so leicht sind. Und das nicht nur im Geschmack, sondern auch in der Zubereitung. Die Zutaten sind unter anderem ein Suppenhuhn. Am besten in Bio-Qualität. Dann Pak Choi. Eine Limette. Sojasprossen. Frischer Ingwer. Miso-Paste, das sind vergorene Sojabohnen mit Reis. Dann noch thailändisches Basilikum und Lauch. Ja, so ein Suppenhuhn, das ist schon was Feines. Das duftet einfach. Und man muss wirklich sagen, das passiert ja von alleine. Man lässt es einfach mit Suppengrün wirklich 2-3 Stunden köcheln. Und das ist übrigens gar kein Hähnchen, also da muss man auch mal drüber sprechen. Masthähnchen, die werden natürlich gemacht, um gegrillt oder gebraten zu werden. Und Suppenhühner, das sind halt Legehennen, also eine gute Zweitverwertung. Ne? Erst hat das Huhn Eier produziert und dann kommt es hinterher in den Suppentopf. Ne? Und das ist, finde ich, immer so, ja, Kindheitserinnerung auch. Ne? Suppenhuhn, Erkältungskrankheit oder man kann sich auch gut gegen Erkältungen davor schützen, weil so ein Huhn hat auch eine Art antibiotische Wirkung, wie Honig zum Beispiel. So, dann holen wir das mal raus hier. Ach, so, und das wird nachher zerpflückt. Das lasse ich jetzt ein bisschen auskühlen. Mir geht es hier erstmal um die Brühe hier. Die hat auch oben ein bisschen Fett drauf. Das kann man natürlich abschöpfen. Ich finde es natürlich extrem lecker. Ist natürlich wirklich ein toller Geschmack einfach, dieses Hühnerfett. So, dann gießen wir es mal durch ein Sieb. Und das finde ich ja immer so toll an der asiatischen Küche. Wir haben wirklich so eine Aromenvielfalt. Und das kombiniert mit der Hühnerbrühe ist wirklich traumhaft. So, das reicht mir jetzt schon. Man kann auch so eine Brühe übrigens toll einfrieren. Also da lohnt sich das auch wirklich eine große Menge zu machen. Dann haben wir jetzt hier die Suppe, die wir nochmal heiß machen. Ja, Freizeitküche, ne, das ist einfach die Küche, die muss Spaß machen. Also da darf man sich nicht quälen, weil man hat ja Freizeit. Ne? Das muss aber auch manchmal vielleicht mal eine experimentelle Küche sein, wo man sagt, Mensch, jetzt habe ich die Zeit, mal ein paar tolle Sachen auszuprobieren. Champignons finde ich immer gut bei Hühnerbrühe. Die schneiden wir einfach in Scheiben. Und dann kommen wir sogar zu eines meiner Lieblingsgemüse. Habe ich vor ein paar Jahren kennengelernt. Das ist Pak Choi, also ein chinesischer Senfkohl. Und das ist sogar Baby Pak Choi. Also das ist auch für ein Wok-Gemüse. Das muss man gefühlt nur eine Minute eben mit anschwitzen im Wok. Und das ist so knackig und lecker. Also liebe ich total. Ich halbiere das mal und schneide einfach so ein bisschen den Strunk hier raus. So. Und dann schneidet man die Blätter so runter. Und man kriegt es mittlerweile auch schon wirklich in vielen Supermärkten oder auf dem Wochenmarkt. Also es ist einfach zu bekommen. Dann haben wir natürlich noch den Klassiker Lauch. Also da mache ich einfach ein paar Ringe rein. So, und das Gemüse, das aromatisiere ich jetzt noch mit ein bisschen Ingwer. Also ich habe mal gehört, dass Ingwer am besten seine Wirkung bringt, wenn er wirklich ungeschält ist. Also gewaschen, ungeschält und dann einfach fein gerieben. Wenn man natürlich jetzt so ein, das ist jetzt eine sehr junge Ingwerknolle, die hat natürlich auch nicht so eine ausgeprägte Schale. Wenn man jetzt wirklich eine ältere Knolle hat, dann würde ich den auf jeden Fall schälen. Dann noch ein bisschen Limettenschale und den Saft brauchen wir gleich auch noch. So, das Gemüse nehme ich jetzt mal mit zum Topf hier. Und das würde ich jetzt einfach mal so 5 Minuten mitziehen lassen. Da hat man natürlich eine schöne Einlage hinterher. Und es gibt jetzt auch noch mal Geschmack an die Brühe. Oh, das riecht schon wirklich total lecker. So, jetzt geben wir noch mal ein bisschen Miso-Paste dazu. Da kann man auch gut vegetarische Brühen mitmachen. Mit der Sojasauce muss man halt immer ein bisschen vorsichtig sein. Das ist ja auch ein guter Salzersatz. Also immer mal wieder nach und nach probieren. Weil ich finde immer ganz schlimm, wenn man zu viel Sojasauce macht, dann schmeckt das Ganze nur noch danach. Und deshalb, da muss man so ein bisschen vorsichtig mit umgehen.
Das lasse ich jetzt einfach mal ein bisschen ziehen. Bei uns gab es eigentlich nie groß Hühnersuppe, sondern ich kenne Hühnersuppe auch immer nur aus anderen Restaurants. Da gab es sie oft immer als Vorsuppe, dann mit so geschlagenem Ei drin und so. Und das mochte ich immer unheimlich gerne. Aber wir haben relativ wenig Geflügel zu Hause gegessen. Ich schneide mir mal so ein bisschen Brust da raus. Oh, es ist halt echt heiß. Also da muss man im Prinzip so ein bisschen mit dem Messer die Brust vom Brustbein so abschaben. Und eigentlich empfehle ich dafür immer, das zu machen, wenn das Suppenhuhn schon ein bisschen abgekühlt ist. So, die Haut nehme ich natürlich auch weg hier. Die schmeckt natürlich nicht, wenn die so labberig ist. Und so ein Suppenhuhn, das hat so eine tolle Verwertung einfach. Man kann Frikassee machen, man kann das toll als Suppeneinlage nehmen und man hat auch noch die beste Hühnerbrühe. Und eins können Sie mir glauben, je mehr Auslauf die Hühner bekommen, desto besser schmeckt das Fleisch. So, gleich kommen noch frische Kräuter dazu. Ich hole jetzt nochmal um, lass alles ein bisschen. So, hier sind noch ein paar Sojasprossen. Die kann man nämlich wunderbar auch mal kurz mitziehen lassen. Also die muss man nicht roh essen. Dann kann ich die Suppe nämlich auch schon mal vom Herd nehmen. Und jetzt wird's ganz wichtig hier. Wir haben nämlich tolle Kräuter. Also wir haben einerseits Thai-Basilikum. Ich finde, das ist noch mal ein bisschen schärfer als das normale Basilikum, was wir so kennen. Und dann habe ich natürlich mein Lieblingskraut Koriander. Das mögen ja viele nicht. Die können dann einfach Petersilie nehmen. Aber ich liebe Koriander. Und ich werde da jetzt auch die Stiele mitnehmen beim Koriander. Bisschen was Deutsches machen wir auch noch in die asiatische Suppe. Und zwar den guten alten Schnittlauch. Den schneide ich auch noch mal eben fein runter. Das reicht. Ja, und im Prinzip kann ich dann auffüllen. Erstmal die Kräuter in den Teller, dass die halt nicht zu lange mit dem heißen Fond in Berührung kommen. So, oder gar noch mal aufkochen. Der Moment duftet jetzt halt toll, wenn die Kräuter so mit diesem heißen Hühnerfond übergossen werden. Oh, lecker. Was ich noch brauche, ist, ich mache so einen Spritzer Limettensaft noch rein. Ja, und fertig ist meine asiatische